Die Talsperre Karsfeld wartet gleich zu Beginn mit einem Superlativ auf. Mit 904 Metern über dem Meeresspiegel ist sie die höchstgelegene Talsperre in Sachsen und nach dem Schluchsee im Schwarzwald auch die zweithöchste in ganz Deutschland. Das Wasserwerk Karsfeld entstand zwischen 1934 und 1936, um Schönheide mit Trinkwasser zu versorgen. Nach einer Erweiterung in den 60er Jahren wurde Eibenstock angeschlossen. Von 1997 bis 2000 erfolgte dann eine Sanierung des Wasserwerkes. Seitdem werden auch die Städte Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg mit Wasser aus Karsfeld versorgt. Insgesamt sind es 33.000 Einwohner in 11 Gemeinden, die mit Trinkwasser beliefert werden. 1908 richtete ein Hochwasser in Karsfeld verheerende Schäden an. Und so entschloss man sich, den Bau der Talsperre in Angriff zu nehmen. Bis es wirklich losging, hat es ein Stück gedauert. Die Bauarbeiten begannen 1926 und drei Jahre später, 1929, wurde sie dann eingeweiht. Neben dem Hochwasserschutz war sie von Anfang an auch zur Trinkwasserversorgung errichtet worden. Die Talsperre liegt nur wenige Kilometer nördlich der sächsisch-böhmischen Grenze. Deren Verlauf wurde vor rund 650 Jahren festgelegt und im Laufe der Zeit mit den unterschiedlichsten Grenzsteinen markiert. Eine Sammlung der Älteren steht am Beginn des Rundweges. Die Staumauer ist eine gekrümmte Gewichtsstaumauer. Sie steht durch ihr Eigengewicht, das auch dem auftreibenden Sohlenwasserdruck widersteht. Nach so viel Zahlen und Technik geht es jetzt aber endlich auf den 5,6 Kilometer langen Rundweg um die Talsperre. Da hinten, das ist der Zulauf der Wilch in die Talsperre Karsfeld. Da wollen wir hin. In der Schutzhütte werden wir zum ersten Mal mit der Geschichte einer Wetterkatastrophe aus dem Jahr 1998 konfrontiert. Eine Windhose schlug damals eine viele Kilometer lange und bis zu 500 Meter breite Schneise durch den Wald. Eine Tafel erinnert an das Ereignis. Alt wie ein Baum wurde diese Fichte. 1841 kam sie in den Boden und war zu Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 schon ein kleines Bäumchen. Sie ist auch älter als die Talsperre und als Sigmund Jähn 1978 in den Weltraum flog, stand sie auch noch. Noch mehr Jahreszahlen finden sich auf der kleinen Tafel rechts neben ihr. Wir haben die andere Seite der Talsperre gegenüber der Staumauer erreicht. Wir sind jetzt hier am Zufluss der Wilch in die Talsperre Karsfeld oder auch Talsperre Weiterswiese. Die kleine Ortschaft Weiterswiese ist in den Fluten der Talsperre versunken. Die angestaute Wilch ist ein Nebenfluss der Zwickauer Mulde. Die Welt steht manchmal Kopf.
Ursache hierfür ist eher nicht lustig, aber schon 25 Jahre her. Wir hatten in der Schutzhütte schon von dem Wirbelsturm am 22. Juni 1998 gelesen. Zur Erinnerung an das Ereignis wurden hier ein paar entwurzelte Bäume verkehrterum als Denkmal aufgestellt. Kurz vor Karlsfeld treffen wir dann noch diese beiden. Sie wurden an der Blockhütte am Teichhäusel aufgestellt. Es ist schon Nachmittag und immer noch 27 Grad. Schade eigentlich, aber in der Trinkwassertalsperre darf man nun mal nicht baden gehen.